Wir haben jetzt zu Gast eine absolute Ikone des modernen Theaters. Sie spielt, ist es die Hauptrolle eigentlich? Ich glaube, es ist aufgefächert, es gibt mehrere Hauptrollen, oder? Kennst du M nicht? Hast du den Film nicht gesehen? Ja, aber es ist ja ein Remake und es ist wirklich ein Star-Ensemble, das da mitspielt. In der Neuauflage von David Schalko am Sonntag hat es Premiere und sie spielt dankenswerterweise in diesem und allein wegen ihr ist es wert, sich das anzuschauen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte die unglaubliche Sophie Reuss. Liebe Sophie Reuss, was willst du trinken? Gerne einen Wein, weil ich glaube, bis es vorbei ist, bin ich noch nicht betrunken. Ja, man sieht das dann nicht. Du hast einmal gesagt, auf eine Frage, wann fühlen Sie sich am wohlsten, Frau Reuss, besoffen im Bett? Ja, geht dir das nicht auch so? Doch. Ja. Muss man, wenn man an der Volksbühne gearbeitet hat, auch eine geeichte Trinkerin sein? Eine gute Trinkerin sein? Eigentlich schon, weil die haben ja so grammweise Wodka getrunken, die richtigen Ostler, die da noch da waren, als ich anfing. Die hatten ja nichts. Ja, die hatten ja nichts außer viel Zeit und viel schweren Alkohol. Ja. Ja. Und die waren aber richtig so, also nicht lustiges Trinken, sondern richtig so dieses Schwere, so das Sitzen und so, ja, und grammweise Wodka so trinken. So Arbeitstrinken, so gegen den eigenen Willen eigentlich, trotzdem weiter schütten, schütten, schütten. War die Arbeit an der Volksbühne eigentlich, das hat mit gute Laune Theater ja gar nichts mehr zu tun, sondern da war auch auf die schlechte Laune ein guter Regisseur, oder? Man wurde nicht mit guter Laune belästigt. Also es fehlte so dieser neoliberale, hey, sieh doch mal und hast du nicht Lust und das ist doch so relevant und jetzt machen wir und zeig doch mal, was du willst. Ja. Sondern es war eher immer so, also vom Regisseur und Intendanten selber aus, nee, keine Lust, heute müssen wir da wieder, ich gehe nach Hause, warte. Und das hatte was wahnsinnig Entspannendes, ja. Was auch zu tun hat mit dem österreichischen Radio, dass ich, meine Generation kennt das noch, vom Herrn Grissemann, weil da gab es eben auch diese Sendungen und die verbinde ich heute noch mit gutem Radio. Das ist das, was ich immer noch an Radio mag, dieses ruhige, persönliche, da gab es ja viele Sendungen, ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt, also zum Beispiel Poldingers Plattenkiste, dann Walter Richard Langer, Vokal, Instrumental, international. Genau, aber auch genau mit der, mit dem Temperament. Und mit dem Abstand zwischen den Worten. Ja. Und das war so schön und ich lag dann oft so abends vor einem Radiofernseher, gab es bei uns nicht. In Oberösterreich. In Oberösterreich, Ja. Linz. Und dann, genau in der Gegend von Linz bin ich aufgewachsen. Ja, und diese Ruhe, mit der das so ins Hirn tropft, das habe ich heute noch, ich höre das alles noch. Das heißt, übersetzt, du wirst auch nicht gern heutzutage im Frühstücksradio angeschrien von gut gelaunten Moderatoren. Das ist es, genau. Das Schlimmste ist gute Laune Radio. Ja, genau. Deswegen höre ich heutzutage, ich höre Deutschlandradio, weil die sind auch relativ dröge. Ja. Und am liebsten habe ich die Sendung das Kalenderblatt, dann ist zum Beispiel heute vor 750 Jahren Isabella von Aragon, das stimmt jetzt historisch wahrscheinlich nicht, oder irgendeine Adelige, von der ich noch nie was gehört habe, saß damals, oder die Pfahlbauten in der Gegend von sowieso, ja genau, im 11. Jahrhundert und so. Und da fühle ich mich wohl, wenn das so möglichst weit weg bleibt. Deswegen glaube ich, lese ich auch ich habe aber immer das Gefühl, Tageszeitungen erst so nach 3 Wochen am liebsten. Aber die Volksbühne hat doch trotzdem auch so was Schreierisches immer gehabt. Das war doch auch immer irgendwie ein lautes Gebäude. Also ich finde jetzt so dieses Gefühl, das du gerade vermittelst, hätte ich jetzt gar nicht zur Volksbühne, weil ich habe immer das Gefühl, das war so ein lebendiger Ameisenhaufen von Irren, die sich da treffen und irre geile Dinge machen miteinander. Und nicht so, oh, jetzt will ich aber gar nicht eigentlich.
Naja, ich glaube, das bedingt sich. Das hat was, ich meine, das waren ja lauter Ostler, das hat eben auch was Dialektisches natürlich, worüber wir da gerade reden. Weil natürlich nur aus dieser absoluten Ruhe und Ablehnung und Depression, die hat dann was Entspannendes und aus der, puff, konnte man dann schnell zuschlagen, ging es dann in die Aktivität, ja. Hast du als Österreicherin dann die Depression gleich, hast du dich gleich heimisch gefühlt? Genau, das ist es, ja wirklich. Und das haben wirklich, das haben, glaube ich, Österreicher und Ostdeutsche in angenehmster Weise gemeinsam. Ja. Die schlechte Laune, die vor sich hergetragen hat. Ja. 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 Ja, Ost-Berlin hatte mit Wien auch viel mehr gemeinsam als West-Berlin. Absolut. Absolut. Die positive Kraft des negativen Denkens. Das ist ja lang ein Buchtitel von mir, mit dem ich schwanger gehe. Ich glaube, es wäre ein Bestseller. Das ist, glaube ich, aus der, nicht Adams Family, wie hießen die anderen, die auch so in Schwarz-Weiß... Waltons. Da gab's auch, und da hat so ein Junge auch gelesen, The Power of Negative Thinking. Das habe ich mir gemerkt. Das ist schon abgegriffen. In regelmäßigen Abständen spielst du auch im Fernsehen. Tatort, Polizeiruf. Selten. Ja. Warum selten? Dass, du bist Theaterschauspielerin mit Leib und Seele und Fernsehen. Ach nein, das könnte ich gar nicht so sagen. Ach nein. Ich weiß es nicht. Bin ich irgendwas mit Leib und Seele? Bist du überhaupt Schauspielerin? Kann man das ist eine berechtigte Frage. Kann man das noch Schauspielerin nennen? Bin ich überhaupt? Ja, weiß ich nicht. Ist mir aber egal, wie man es nennt. Ja. Aber sag mal, in der Volksbühne, weil wir irgendwie auch, glaube ich, zweimal dort aufgetreten sind und beide Mal. Wie war das für euch? Das war interessant, weil irgendein Inspizient oder sowas hat zu uns vor dem Auftritt gesagt, aber nur, dass ihr das wisst, Bargeld, Geldbörse immer mitnehmen auf die Bühne, weil hier wird hier geklaut. Ja. Taschendiebe. Das fand ich so geil, irgendwie die Vorstellung, dass ihr immer mit Geldbörse in der Hose spielen müsst auf der Bühne. Das stimmt. Mir wurde auch geklaut aus der Garderobe. Ein ziemlich großer Betrag, den ich dort dummerweise liegen habe lassen. Aber mein Gott, das würde ich nicht beklagen. Nein. Das ist Geben und Nehmen. Geben und Nehmen. Ja. Das heißt, liebe Sophie, die Motoren deiner Kunst sind Geld und schlechte Laune. Und du hast jetzt... Das könnte man so zusammenfassen. Ja. Und du hast jetzt mitgespielt, einer der Hauptrollen in M. Neuauflage von David Schalko, Fritz Lang, Klassiker. Und du spielst in M die Chefin der Unterwelt. Kann man das hier zusammenfassen? Ja, ist richtig. Heute ist Weltpremiere bei der Berlinale. Morgen, glaube ich. Nee, heute. Morgen. Wir setzen hier. Stimmt, ja. Heute. Ja. Heute ist Weltpremiere. Ja. Heute ist ja morgen wirklich. Heute ist morgen gestern. So heute arbeitet ist morgen man gestern vielleicht an der Volksbühne, aber nicht im ORF. Heute ist Weltpremiere. Heute, gestern, morgen ist Weltpremiere in Berlin. In der, bei der Berlinale. Ja. Bist du dort? Wie war's? War's gut? Ja, war gut. War bestimmt gut. Ach Gottchen. Ja, scheiße, ich weiß nicht, wie wir da jetzt rauskommen. Wir nehmen es hin. Mhm. Bestimmt ist, dass du katholisch bist, also jetzt so richtig katholisch. Ich meine, nicht nur so, sondern so echt. Dass du dich manchmal schwer tust, aus deinem oberösterreichischen Katholizismus heraus Dinge zu machen, die irgendwelche norddeutschen Protestanten dir befehlen? Da gibt es wirklich, erstens befiehlt mir niemand was. Zweitens, gibt es tatsächlich eine große Kluft, das merke ich immer wieder, weil ich muss tatsächlich sagen, der Katholizismus und der Surrealismus haben mein Leben entscheidend geprägt, was aber fürs Theater sehr fruchtbar ist, wie ich festgestellt habe, weil das war zum Beispiel was mich mit Christoph Schlingensief verbunden hat. Ein tiefer Katholizismus, Ja. Müssen wir das weiter ausführen? Nein, ich weiß es gar nicht. Wüsste jetzt kein Beispiel, wie ich sage, wie sich das niederschlägt auf der Bühne. Naja, vielleicht... Oder gar nicht auf der Bühne, doch, privat. Zu Weihnachten wird im Hause Reuss katholische Weihnachtslieder gesungen? Ja, und zwar rauf und runter, das kann ich alles. Also nicht nur zu Weihnachten, sondern schon die ganze Adventzeit durch. Wirklich? Ja. Jeden Abend den Adventskranz anzünden und dann alles singen. Ja, ohne Kaktus in der Hand. Dann wirklich ganz... Du zündest jeden Abend den Advent, aber das weißt du, dass das verboten ist. Du darfst nicht den gesamten Adventskranz durchgehend anzünden, nur weil es geil aussieht. Ich bringe manchmal was durcheinander. Ich habe zum Beispiel gestern in meiner Wohnung die Milch angezündet, beziehungsweise die Milch ist mir verbrannt. Ich war im Schlafzimmer und die Milch hat so lange gebrannt, bis nur mehr Kohlestücke in dem Ding waren. Und deswegen riecht jetzt alles. Ich habe meinen Ruf als bestriechende Schauspielerin aufs Spiel gesetzt. Und jetzt riecht alles. Aber als die Milch brannte, hast du nicht sofort Adventlieder gesungen, oder? Aber bist du die bestriechende
Schauspielerin. Wer sind die? Hat mir heute jemand am Flughafen gesagt, tatsächlich. Wer? Das schönste Kompliment. Ein junger Mann. Ein Zollbeamter, oder? Nein, ein Fluggast, der auf mich zugekommen ist, mich umarmt hat und dann gesagt hat, ich wäre die bestriechende Schauspielerin. Wieso? Wirklich? Ja, wieso weiß wieso ich nicht. Wieso umarmt dich ein fremder Fluggast? Ja, mein Gott, sowas, das ist mein Leben. Ja. Ach so, entschuldige. Passiert dir das nicht? Nein. Welche Schauspielerin stinkt? Das möchte oder, ich hier, das sagt aber nicht. Aber es gibt natürlich viele stinkende Schauspielerinnen. Ja, und ich gehöre jetzt auch dazu, seit meinem Wohnungsbrand. Ja. Aber die Wohnung hat ja gebrannt, bevor dich der Fluggast umarmt hat, oder? Ja, das stimmt. Das heißt, du riechst trotzdem noch immer am besten. Ja. Bist du gelähmt? Ja, Mann. Warst du immer selbstbewusst? Ich bin überhaupt nicht selbstbewusst. Ja, bewirkst du aber. Ja, aber das weiß ich. Nein, ich bin ein zutiefst, jetzt kommen wir in den Bekenntnisbereich, ne? Ja. Ich bin ein völlig unsicherer, verwirrter Mensch. Ja. Ja. Und wirst du Ratlosigkeit, so hast du es mal bezeichnet. Ratlos. Und wirst du ratloser, je älter du wirst? Das war ich schon immer. Ja. Ja. Ich glaube auch, dass das Veränderungspotenzial eines Menschen ist denkbar gering. Ich glaube, man bleibt immer der Gleiche, oder? Das glaube ich ratlos, auch. Ratlos, verwirrt, ja, besoffen. Depressiv. Ja, depressiv. Man verändert sich nur äußerlich, oder? In Wahrheit, leider. Ja, das kommt noch dazu, genau. Wie willst du begraben werden, Sophie? Katholisch und eine Erdbestattung und mit dem ganzen Brimborium bitte. Ja. Ja, ich habe jetzt in den letzten 2 Monaten 5 Beerdigungen mitgemacht, also als ja, ja, klar, nicht als, ja, nicht ja, als Gast, ja. Ja. Wirklich? Und, ja, wirklich. Und eine sehr schöne Beerdigung war eine Erdbestattung mit dem ganzen katholischen Ritus. Und wo ich wieder dachte, jetzt weiß ich wieder, warum ich, jetzt sind wir wieder bei der Schauspielerei. Ja, weil dieses Aufgehobensein im Ritus. Also es war eben Gott sei Dank keine protestantische Veranstaltung, Gott sei Dank, wo dann Freunde, Bekannte kommen, Lieder vorsingen, Gedichte lesen, sagen, was sie persönlich mit dem Toten verbunden hat. Das ist alles grauenhaft und fürchterlich. Und beschämend und erniedrigend, sondern es war vollkommen unpersönlich und aufgehoben in diesem Ritus mit, jetzt stehen wir auf, jetzt setzen wir uns hin, jetzt beten wir das Vaterunser und so weiter und so fort. Und am Schluss sagte der Pfarrer sogar, als dann die Kiste runterging, von Erde kommst du, zu Erde wirst du. Und ich dachte, siehst du, jetzt weiß ich, warum die Marxisten so ein Verhältnis zum Katholizismus haben. Das ist der Materialismus. Ich wusste gar nicht, dass das Katholische so materialistisch ist. Ja. Darf ich bitte etwas anbringen, was ich unbedingt anbringen will? Ja. Ich habe durch Zufall gesehen, miterlebt sozusagen, wie Sophie Reuss den Eisholt-Preis bekommen hat und ihre Dankesrede dann dort abgeliefert hat. Und in dieser Dankesrede, die als Ganze schon ein unglaublich tolles Ding war, sagte sie einen Satz, den ich nicht mehr vergessen habe. Der Satz heißt, auch wenn man einen Menschen nicht versteht, muss man ihn respektieren. Wow. Das war ein wunderbarer Satz. Ich glaube, das war der letzte Satz. Aber wie ist das gemeint? Danke. Wie das gemeint ist, das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe an der Volksbühne. Weil es ging nicht darum, man ging nicht davon aus, dass man sich verstehen muss. Natürlich verstehen wir uns nicht. Weil ja auch bei allen Konflikten heißt es immer, ja, wir mögen diese Flüchtlinge nicht, weil wir sie nicht verstehen. Quatsch, die sind uns viel näher, als uns lieb ist. Es kommt nicht darauf an, sich zu verstehen, es kommt darauf an, sich zu respektieren. Ja. So. Das ist das Ding. Ja, kann ich unterschreiben. Nein, weil zum Beispiel auch... Ja, das ist sehr schön. Sehr schön. Darf ich dich fragen, was machst du, wenn die Sendung zu Ende ist noch? Was hast du jetzt noch vor, Sophie? Ich werde noch ein paar Gläser Wein trinken. Das ist ein schöner Schlusssatz. Wir werden ein bisschen noch an dir riechen, ja. Backstage. Wir riechen an Sophie Reuss und bedanken uns für das sympathische Gespräch. Heute zu Gast Ernst Grissemann und Sophie Reuss. Vielen Dank.